Hey Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Folge Murderer mit Tim. Viel Spaß. Schon wieder Inno. Scheiße, ganz ehrlich, ne? Ich spiele das Spiel nicht mehr jetzt. Genau. 7 Minuten muss er aushalten. Ja, nein, mein Sonnen scherz. Dann dürfte ich auch relativ genug Material dafür haben. Das ist wie, sagen Sie es schnell. Das Spiel, welches wir mal gespielt haben. Bed Wars? Nennt sich, Repeats mit anfassen? TTT oder so. Ja, genau. Aber TTT hat voll Spaß gemacht. Und ich war voll gut in dem Spiel. Das ist auch so eine richtige Kack-Map. Das ist einfach ein großer Raum, in dem sich dann alle aufhalten, da kann man als Mörder echt nichts reißen. Schon wieder irgendwie. Hm? Ich sag schon wieder irgendwie Dingens. Mein Gold. Tim, wo bist du? Ich bin oben bei dem. Ach, da bist du. Das sag ich dir doch nicht, Alter, warum fragst du mich? Ich bin oben bei den. Ey! Ich komm zu dir. Ich bin tot. Oh, warum bist du tot? Du warst bei mir. Tim? Bist du ein Arschloch? Nein. Kannst du mir ruhig sagen, ich bin tot. Hä? Das ist gut. Das kill sie, töte sie. Jetzt! Ah! Ich bin der Mörder! Oh Mann, da wollte ich einmal eine Runde zu dir, weißt du? Oh, ich hab irgendwie Angst. Oh, guck mal, da oben stehen sie alle. Ja, und warten. Leute, die warten. Ich warte nur auf euch. Den Detective getötet. Ich hab Sirius Black umgebracht. Tim, du bist voll gut in dem Spiel. Hast du schon öfter gespielt? Nein, Mann, ich töte nur gerne Menschen. Oh, nein, nein, nein! Dann liegst du in der Treppe. Oh, ich bin wieder Mörder. Ja, schön. Ich nicht. Nein. Chapas. 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 Was ist ein Chapas? Klingt wie ein Schimpanse, der sich Sachen in den Hintern schiebt. Alter, hier ist direkt einer gestorben, aber so richtig gestorben. Direkt so. Tot. Oh, ich wollte ihn gerade töten. Oh Mann, wie ekt. Wen? Wen wolltest du töten? So einen Typen. Oh. So ein Typ. Scheiße, ich gebe mein ganzes Geld dafür aus. Oh Mann. Vergiss es, Alter. Das kannst du voll knicken. Komm jetzt von hinten. Alter, Mercy. Wie ich es am liebsten mache, ja. Tim? Ja? Ich hab gestern Goa gehört. Hi, hab dich gesehen. Hi. Ich kam von hinten. God, oh ja, Wollo. Oh, mein Rücken juckt. 1 Gold. Kratz ihn. Schnell. Ja, hab ich, glaube ich, gerade so aus dem. Oh, ich seh's. Ja, wer ist das? Wer ist das? Ich seh ihn, der mit dem rot gestreiften Dingens. Der mit dem rot gestreiften Dingens? Der hat was Rotes an. Okay, aber rot. Ich laufe weg, ich laufe weg. Gestreift, sagst du? Nein, kariert, wie so ein Neandertaler. Nicht Neandertaler, wie so ein. Wie nennt man die Leute nochmal? Holzfäller. Ist ja fast das Gleiche. Bist ein Arsch. Ja, lock den in die große Halle. Ich hab das Jump'n'Run innerhalb von. Oh Gott. Nein, ich bin runtergefallen! GG. Und er auch. Aha. Boah, Tim, das war dein Plan, ne? Das war auch mein Plan. Du wolltest, dass er das Verrecken geschickt. Das Ding ins Machen. Nein, der Fall kommt zurück. Oh. Ich find's gut, dass wir ein Kanal, dass du ein Kanal bist, in dem ich, also wir, ja? Nicht eine Zielgruppe der 5- bis 8-Jährigen ansprechen, sondern auch mal über reden und. Und ja, denn unsere Zielgruppe ist nämlich 12. Genau. Genau wie mein Humor. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass hinter das mir klingt, jemand... Das klingt, also wenn ich sage, unsere Zielgruppe ist 12, klingt das schon ein bisschen pedo, ne? Und? Oh Mann, der tötet... Ich glaube, hier tötet jemand was. Was ist denn so? Ich verstecke mich hinterm Pferd, Alter. Was ist denn so deine Zielgruppe eigentlich? Sei das Pferd. Meine Zielgruppe? Hm? Mütter. Ja, finde ich gut. Oder nicht? Ja, doch. Wenn sie ja noch gängig sind, also ich würde jetzt nein sagen. Ich meine, da ist zwar mal ein Baby rausgekommen,
Am liebsten zwei Kinder und die müssen so nur so 2-3 Jahre jünger sein als ich. So, und dann, so, oh, da kannst du mit denen saufen gehen und immer sagen, dass ja. du. Genau. Und zu sagen, hey Junge, Alter. Und dann, wenn ich dann sage, hey, ich deine Mutter, dann mach ich das auch ernst, so weißt du? Oh, Junge, Alter. Ich muss so viel schneiden jetzt wegen dir. Oh, Tim, Alter. Ja, Tim ist voll der Milfhunter. Voll, ja, ich auch. Richtig hart. Weil ich auch so viel feiern gehe und. Ja. Mann, ich bin die Feier, Junge. Du bist die Feier. Die Müller sind die Feier. Oh, scheiße. Ich geh nicht zur Feier, die Leute gehen zu mir. Also, Partyregel Nummer 1: sei nicht der Gastgeber. Weiß auch jeder. Ja, das ist schlecht, habe ich mir falschen Job ausgesucht. Ja, du verdienst damit ja Geld, aber normalerweise. Hast du schon mal so eine richtige Hausparty geschmissen, wo richtig alles schiefgegangen ist? Nee. Nee? Gott sei Dank nicht. Alter, ich war mal auf einer Hausparty, wo alles richtig schiefgegangen ist. Ja, das war ich auch. Aber ich habe noch nie eine geschmissen. Junge, die haben das ganze Haus auseinandergenommen, weil die Haustür haben sie geklaut. Ich brauche noch 3 Gold. Ach Mann. Oh, jetzt tötet er den Nächsten, die armen Leute. Tja, juhu! Easy, ich habe ihn nicht mal gesehen. Er hatte eins weiße Cappy auf. Eins weiße Cappy? Okay. Noch eine Runde und noch eine Wahnsinnsfahrt. Noch einmal rückwärts für 5 Mark. Ey, ohne Flachs, ne? Ich hab richtig Bock auf Musikexpress. Musikexpress? Hi. Hi. Was ist denn der Musikexpress? Was ist denn der Musikexpress? Hä, hey, du kennst doch Musikexpress. Auf geht's noch eine Runde, jetzt fahren wir rückwärts. Das ist halt typische Jahrmarkt-Kacke. Ja, aber ich meine so, eine Musikexpress, Mann. Du kennst doch Musikexpress, bitte. Nee, Alter, wer ist gestorben? Mann, oder wie nennt man das? Wilde Maus oder Raupe oder Tal? Ach, die Raupe, ja, das meine ich auch, genau das Ding meine ich. Tal und Dingens hier. Eigentlich, die richtige Beschreibung ist Tal und Bergfahrt. Berg und Talbahn. Berg und Talbahn, genau. Ja, die gibt's auch für kleine Kinder. Ja. So, ich habe jetzt die ganze Halle im Blick. Also hier kann keiner was reißen. Alter, geh weg. Ihr alten, kleinen Arschgesichter. Arschgesichtigen Arschgesichter. Alter, der hat einen TNT-Kopf. Der explodiert wahrscheinlich. Piep. Piep. Oh, ich muss heftig kacken. Oh, ich muss heftig kacken. Es laufen nicht alle durch mich durch. Ich hasse es, wenn Leute durch mich durchlaufen. Klingt auch schon irgendwie komisch, ne? Das kannst du auch echt nur in einem Videospiel sagen. Ja, Mann. Hey, wie kommen wir denn da raus? Verpiss dich! Hä? Ich bin's nicht. Na, ganz sicher nicht. Ich bin's nicht. Guck mal, da draußen liegt voll viel Gold. Wie komm ich da hin? Ich bin voll gebrandmarkt, weil du mich das letzte Mal gekillt hast auf der Map. Das war gut, oder? Tim, du bist verschwunden. Ich bin hinter dir. Wo? Jetzt vor dir. Hä? Jetzt wieder hinter dir. Hast du einen Trank getrunken? Jetzt vor dir. Jetzt wieder hinter dir. Vor dir, hinter dir, vor dir, hinter dir, vor dir, hinter dir, hinter dir, in dir. Hast du dir einen Trank gegönnt, oder was? Ja, klar. So. Und jetzt ist er vorbei, der Trank. Ja. Hier bin ich. Scherz, Mann, ich war die ganze Zeit da hinten. Hallo! Tim, hau ab! Geh runter, hi. Geh weg. Ich hätte dich schon längst getötet. Okay, ich glaube, du bist es nicht. Oder doch? Oder nein? Habe ich nur meinen Bruder beauftragt, dass er den anderen töten soll? Dein Bruder? Ja, James Milson. James Milson. Warte, ich will was ausprobieren. Nee, das klappt nicht. Schafft man den Sprung? Geht nicht. Ja, schafft man. Nee. Wenn man krass ist. Ja, wenn man krass ist und den ganzen Tag Jump'n'Run spielt. Jump'n'Run. Steve Jest Traintorem, was? Ist der Franzose? Traintorem. Traintorem, my friend. Ah, er sagt Steve ist es. Oh Mann, ich will doch auch einmal den Mörderer killen. Ja Mann, wir haben gewonnen. Boah, Alter. Dies ist das Ende von Murderer. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bewertet das Video und wir sehen uns dann das nächste Mal. Tschüss.